Komm zurück, wir machen uns jetzt nochmal schnell über Jordanien her. Ich weiß, wir kommen gerade aus dem Krieg, aber nichtsdestotrotz muss es jetzt mal sein. Oh, ja, Jerusalem nehmen wir natürlich auch noch mit. Wenn wir schon da sind. Wieso kann ich den jetzt nicht angreifen? Das ist doch doof. Weil da so eine dumme Bahnstrecke ist. Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Einfach nur die falsche Verbindungslinie. Das ist doch doof. Wir schließen uns da mal zusammen. Aber Jordanien ist nicht so wehrlos, wie es scheint. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich keinen Rückzieher. Wir sind schließlich dafür ausgestattet. Auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, dass es solcherlei schweren Widerstand gibt. Manche Länder unterschätzt man einfach. Ich weiß, ich könnte auch einfach nachgucken, aber wäre ja langweilig. Die Überraschung wäre ja weg. So. Also. Oh nein. Da kommen die schweren Panzer. Das ist jetzt nicht so geil. Vielleicht sollte ich demnächst doch mal wieder ein bisschen auf Panzer setzen. Ach, nur ein bisschen. Nur ein ganz bisschen, aber ein bisschen. Matilda 2. Oh Mann. Oh, ich habe ja einen Panzer, oder? Was ist das denn? Ich habe Panzer. Oh. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber gut. Immer gut, wenn wir ein paar haben. So. Sadiq. So. Die Basis nehmen wir natürlich erstmal noch. Wuppa. So. Tada. Was ist das jetzt? Das war's. Annektieren und unser eingegliedert. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil die Kollegen hier sind irgendwie nicht so freundlich. So, jetzt könnten wir natürlich theoretisch nach Damaskus weiterfahren. Tun wir nicht. Wir nehmen erstmal Beirut in Libanon. Und dann gucken wir weiter. Wir wollen ja jetzt auch nicht übertreiben. Nicht, dass wir uns nicht eh schon treten, aber erstmal alles nach Norden. Ziel im Auge behalten. Ziele. Wichtig. Wir könnten hier jetzt natürlich einfach durchmarschieren, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So. Ich mache einen Cut. Bis später. So, da bin ich wieder. Ich, ja, erkläre hier nochmal schnell den Krieg. Es muss ja. Müssen uns ja mal schnell hier weiter bewegen. Wird kein langer Krieg hier, gehe ich von aus. Wird eher eine Geschichte von wenigen Sekunden. Hoffe ich. Wäre zumindest ein bisschen tragisch, wenn es jetzt so lange dauern würde. Aber wenn wir wirklich
Syrien demnächst angreifen wollen, dann ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir hier die. So, jetzt können wir. Ach so. Ja. Wäre ganz schön, wenn ich das jetzt annektieren könnte. Ich mache mal Cut, bis später. So, jetzt konnte ich es annektieren, hat ein bisschen gedauert. Ja, warum auch immer. Ja, jetzt die Frage, wie machen wir weiter? Ich würde sagen, ich sammle die Truppen hier und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne. So, da wäre ich wieder. Wir würden jetzt, glaube ich, anfangen mit dem Krieg gegen Syrien. Ich weiß nicht, ob ich das hier richtig einschätze, aber ich fange einfach mal an. Und wir fangen mal damit an, dass wir Damaskus einnehmen. Und kesseln sie ein hier. Ist natürlich nicht so schlau, wenn man hier. So. Erstmal die Richtung. Weiter geht's nach Norden. Ein paar gehen auch nach Osten. Hier zum Beispiel geht nach Osten. Hier geht dahin. Weiter geht's. Ab in den Hangar. So. Auf wie geht's? War jetzt ja nicht so der ganz große Widerstand bisher. Da muss ich zugeben, hier hätte ich wesentlich mehr Widerstand erwartet. Einfach weil Syrien ja doch ein etwas größerer Staat ist. So. Next Capital. So, ein Teil von euch geht mal nach da oben. Ein Teil schlängelt sich hier unten nach lang. So, ihr geht mal da herauf. Oh, wie geht's? Next Capital. Oh, bitte, das ist nicht so eine. Wir nehmen wirklich Mika für Mika ein. Das könnte sonst sehr anstrengend werden. So. Oha. Kommen die da rüber? Die kommen hier nicht rüber, ne? So. Weiter. Es wird weiter vorgerückt. In der Hoffnung, dass hier die Capital erobert wird. So, annektieren. Syrien, auch unsers. So, damit stehen wir zum Tor nach Europa. Tor nach Europa ist offen mit Ankara. Lang hat's gedauert, aber jetzt. Jetzt stehen wir vor den Toren Europas und werden es hoffentlich von Osten her erobern. Ob das klappt, werden wir sehen. Aber in jedem Fall der erste Schritt ins Herzen Europas ist getan. Und ja, ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis später.
Willkommen zurück hier bei Supreme Ruler. Ich bin jetzt soweit und habe mir gedacht, ich werde jetzt mal die Türkei angreifen. Ob das klappt, werden wir sehen. Ich werde es jetzt einfach probieren. Und sag mal, Krieg erklären. Und wir fangen einfach mal damit an, dass wir jetzt einfach mal kurz abwarten, ein paar Minütchen. So. Meine ganzen Schiffsreserven werde ich jetzt alle mal rausschmeißen. Die ganzen Zusatzbötchen sowieso. So. Bis hierhin keine Attacke. Also mischen wir uns mal dezent ein. Upsi. Und fangen jetzt mal damit an, dass hier die Initiative mal hoch ist. Volle Initiative hier. So, upsa. So, ersten Ziele werden angegriffen. So. Die schieben wir mal dahin. In der Hoffnung, dass die sich mal weiter vorbewegen. Die dürfen mal den hier kurz eingreifen. Ihr dürft hier mal ein bisschen helfen. Auf, wie geht das? Immer weiter hier. Nur keine Müdigkeit vortäuschen. Upsa. Ich wollte sagen, muss doch hier auch mal vorbei sein bald.